Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir ein XXL DM Haul und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Heute gibt es auch nur bei mir meine absolute Lieblingsfrisur aktuell, weil es einfach so, so heiß ist. Und ich trage nur noch einen Dutt, weil ich aktuell lange Haare in meinem Nacken überhaupt gar nicht haben kann. Deswegen binde ich mir die einfach immer nur hoch, weil ich echt eingehe. Und dass ich heute auch mal wieder geschminkt bin, das ist ein Wunder, weil ich laufe aktuell nur ungeschminkt rum, egal was ich mache. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass ich aktuell mega zufrieden mit meiner Haut bin. Dazu komme ich aber nächste Woche oder übernächste Woche, weil ich teste gerade Produkte, die mir richtig, richtig gut gefallen. Und seitdem ich diese Produkte benutze, ist meine Haut so, so gut geworden. Ich habe kaum noch Poren. Alle kleinen Fältchen sind irgendwie ja, verschwunden. Pickel gehen über Nacht weg und ich bin einfach mega happy. Aber ich teste das jetzt noch ein bisschen für euch und dann gebe ich euch natürlich Bescheid über die Produkte. Da freue ich mich auch sehr, die euch vorstellen zu dürfen. Jetzt kommen wir aber mal zu meinem DM-Haul. Hier sind die ganzen Produkte drin, alles was ich so gekauft habe. Dann habe ich noch was von meiner Freundin geschenkt gekriegt, das will ich euch auch nochmal zeigen. Das gibt es nämlich auch aktuell bei DM. Und ich würde sagen, wir fangen aber jetzt mal mit meinem Einkauf an, den ich gestern getätigt habe. Also ganz, ganz frisch aus DM. Und wir beginnen auch direkt mit den Swiffer Staubwegtüchern, so sage ich mal, Staubmagneten, genau. Die kaufe ich so einmal im Jahr, weil die auch echt sehr, sehr lange halten, meiner Meinung nach. Und ich habe einmal den kurzen Aufsatz und einmal den langen Aufsatz, weil ich habe ja sehr, sehr hohe Decken, damit ich dann auch schön die Spinnenweben in den Ecken wegmachen kann. Und ja, da reichen mir 4 Stück im Jahr echt aus. Und ja, generell, oft gehe ich natürlich auch nur mit dem Lappen oder so über die Möbel. Aber wenn ich dann mal so irgendwo in so Ecken gehen muss oder so oder im Bücherregal, sind die halt einfach perfekt. So, dann brauchte ich Backpapier. Ganz einfaches Backpapier. Und das ist halt auch richtig gut, dass es sowas auch bei DM gibt, weil ja, dann braucht man nicht irgendwie nochmal im Supermarkt reinzulaufen. Ich habe jetzt das erste Mal Backpapier vom DM, aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht so große Unterschiede. So, dann habe ich mir mitgenommen so Kosmetiktücher, also so ganz einfache Kosmetiktücher. Das waren auch die günstigsten, die sie da bei DM haben, weil ich habe mir im Internet diese schöne Kosmetikbox bestellt. Und da ich ja vieles hier in der Wohnung so mit Marmor und Gold habe, fand ich das echt sehr, sehr schön. Und jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das hier reinkriege, weil ihr seht, es ist bisschen klein dafür, aber ich werde die wahrscheinlich dann einzeln rausholen, so dass die dann hier oben einmal rausgucken. Dann geht es weiter mit Waschmittel und zwar eine Limited Editions. Ihr wisst, ich stehe ja total auf Limited Editions. Dream Paradise nennt sich das. Das ist von Denk mit. So sieht das Ganze aus und hier oben ist auch eine Duftprobe und es riecht einfach total frisch. Nach Sommer, ach, guter Laune und einfach richtig leckerer, frisch gewaschener Wäsche. Also ich bin auch gespannt, ob die Wäsche danach tatsächlich so riecht. Und ich bin mit diesen Duftproben, ne? Ich liebe das einfach, wenn Produkte so Duftproben haben. Oh, ja, auf jeden Fall ein Traum. Müsst ihr mal dran schnuppern, auf jeden Fall. So, dann kommen wir erstmal so zu ein paar Frauensachen. Einmal habe ich mir hier so Ultrabinden mitgenommen. Für nachts, wenn ich meine Periode bekomme. Und das ist jetzt auch von Jessa, diese DM-Marke. Und einmal Tampons. Spannend, ne? Gerade wenn Männer jetzt so gucken, denken sich auch, ah ja, Vanessa. So, dann habe ich mir Tee mitgenommen, weil eigentlich habe ich immer super viel Tee hier zu Hause, aber ich habe gemerkt, dass ich kaum noch Tee zu Hause habe. Ich habe mir einmal von DM Bio Waldfruchttee, schwarze Johannisbeere und Heidelbeere mitgenommen. Ja, und das, was in meinem Gesicht so glänzt, das ist kein Highlighter, ne? Also das ist purer Schweiß. Ach Leute, aber wir wollen uns nicht beschweren, ne? Also
Ist es ja auch sehr schön, dass es so warm ist. Ja, auf jeden Fall habe ich Waldfruchttee mitgenommen, weil daraus kann man halt auch mal schön aus so Früchtetees halt einen kalten Eistee machen. Und daher habe ich mir einen Früchtetee mitgenommen. Habe ich mir ganz normalen Pfefferminztee mitgenommen, weil ich merke, dass ich ein bisschen Halsschmerzen bekomme. Und da hilft mit Pfefferminztee immer super. Eine mega große Empfehlung von mir. Ich sage es auch allen meinen Freundinnen. Das sind die besten Putzschwämme, die es gibt. Und zwar von Vileda. Ich packe euch die mal aus, weil ich brauche jetzt ich muss meinen alten wegschmeißen. Und ungelogen, erstmal halten die super lange. Die halten wirklich richtig, richtig lange. Und die haben hier so eine richtig raue Oberfläche. Damit kriegt ihr wirklich jede Pfanne, jeden Topf richtig gut gereinigt. Hier unten ist dann ein ganz normaler Schwamm. Der liegt super gut in der Hand. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen teurer als andere Schwämme, aber dafür halten die auch richtig, richtig gut. Und das ist halt eine richtig, richtig, richtig große Empfehlung von mir, weil das sind einfach die besten Schwämme, die es für mich gibt. So, und so sieht das Ganze aus, ist von Vileda. Da sind immer 3 Stück drin, da ist immer 2 plus 1 drin. Und ich meine, so teuer sind die auch nicht. Ich glaube, die kosten irgendwie 1,50 Euro. Also kann man jetzt auch nicht sagen. So, dann habe ich mir von Frosch mitgenommen, das Soda Allzweckreiniger kraftvoll gegen Fett und Schmutz in dieser blauen Edition. Ich glaube, die blaue Edition oder vielmehr dieses blaue Mittel hatte ich tatsächlich noch nie. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, wie es riecht. Aber die Froschmittel habe ich immer das Gefühl, die riechen auch relativ gleich, auch wenn es so andere Duftrichtungen, wenn es da auch andere Duftrichtungen gibt. Dann muss ich euch was sagen, Leute. Ihr wisst ja, dass ich das Shampoo und die Spülung von New oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ja, liebe, liebe, liebe. Ne? Es ist günstig, die Haare glänzen so ultra, die sind seidig weich, die sind einfach perfekt. Das war ja bisher immer meine Lieblingshaarroutine. Ja, jetzt ratet mal, genau, wurde aus dem Sortiment genommen. Die haben jetzt nur noch von dieser Marke das Trockenshampoo, wo ich mir denke, Leute, ey, immer die guten Sachen werden aus dem Sortiment genommen. Ich verstehe das einfach nicht. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Jetzt sagte die Verkäuferin mir, ich muss mal im Online gucken, ob ich die Produkte da noch kaufen kann, weil dann werde ich mir da irgendwie einen Vorrat dann online noch schnell besorgen. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt mitgenommen von Balea das After Sun Shampoo plus Spülung. Ihr wisst, normalerweise kaufe ich mir das immer nur, wenn ich im Urlaub fliege. Aber ich fliege ja dieses Jahr nicht. Aber dadurch, dass es trotzdem so heiß ist, sind meine Haare auch sehr strapaziert. Ich habe hier so im Garten so einen kleinen Pool. Und da ist natürlich auch Chlor drin. Und ja, durch die ganze Sonne, durch das Chlor sind die Haare natürlich sehr, sehr strapaziert. Und ich weiß, dass mir das immer im Urlaub sehr, sehr gut geholfen hat. Und daher habe ich mir das jetzt auch nochmal mitgenommen, weil es gab jetzt auch keine Alternative für mich als Spülung, wo ich zufrieden mit bin, die tierversuchsfrei sind. Ja. Deswegen muss ich dann halt jetzt nochmal online gucken, ob es die Produkte da von New nochmal gibt. Dann neu, auch von dieser Marke, Balea After Sun Air Dry Cream. Das packt man sich ins Handtuch, trockene oder nasse Haar. Und dann werden die Haare nochmal schön geschmeidig und glänzend und man kann auch nochmal gut durchbürsten. Also es ist so ein After, so eine After Cream einfach. Und das ist auch tatsächlich neu. Und ich bin echt gespannt und werde euch auf jeden Fall dann noch mitteilen, wie es ist, weil diese Produkte werden ja auch, sind ja auch das ganze Jahr im Sortiment. Daher werde ich euch Bescheid sagen, wie es ist. So. Dann habe ich noch mitgenommen von Ebelin den Nagellackentferner für empfindliche Nägel. Okay, ich habe jetzt keine empfindlichen Nägel. Aber das ist wohl ein Kokosnussduft. Ich kann ja mal dran schnuppern. Boah, puh. Nein, Leute, schnuppert nicht an Nagellack, auch wenn Kokosduft draufsteht. Es riecht nicht nach Kokosnuss. Also, minimal. Also, wenn man dieses ganze, diesen Nagellackduft hat, man trotzdem zu 80% und dann hast du vielleicht noch 20% von diesem Kokosduft. Naja, genau, damit mache ich mir meine Fußnägel und ja, weil ich habe ja künstliche Nägel, deswegen brauche ich das nur für meine Fußnägel. Dann bei DM, jetzt kommen wir zu den Produkten, die meine Freundin mir geschenkt hat.
Die gibt es aber aktuell auch. Einmal ein Duschschaum. Ich liebe ja Duschschaum. Papaya Playa nennt sich das. Das ist einmal dieser Duschextrakt. Papaya-Extrakt. Sagt Leute, fokussieren. Ist heute nicht, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Genau, Duschschaum bin ich mega Fan von. Dann noch eine Maske, Sweet Melon. Limited Edition, ganz wichtig. Wenn ihr Interesse daran habt, dann müsst ihr da jetzt mal gucken gehen. Mit Wassermelonextrakt und ja, Masken sind natürlich eh immer gut. Dann... Dann super gespannt, auch eine Limited Edition, müsst ihr auch schnell sein. Eine Turban-Haarmaske für strapaziertes und trockenes Haar. Genau, die macht ihr euch ja in das gewaschene Haar rein und dann lasst ihr das über Nacht einziehen. Oder hier steht auch drauf 20 bis 25 Minuten und danach sind eure Haare auch wieder topfit. Bin ich auch sehr gespannt. Und dann hat sie mir hier auch noch geschenkt. Dani, soll mir das was sagen, dass du mir hier nur Masken geschenkt hast? straffende Hydrogel-Gesichtsmaske, auch in der Wassermelon-Edition. Gesichtsmasken auch immer super, super. Man saut sich nicht voll, die Haare sind nicht voll mit irgendwelchen Maskenprodukten und deswegen auch ein großer Fan von diesen Tuchmasken. Dann war ich noch im Rossmann. Was auch sonst soll ich mir da gekauft haben? Und zwar habe ich mir da von Isana mal wieder mein Deo gekauft, die Deo-Creme. Ich hoffe, ihr merkt halt auch einfach, dass wenn ich euch Produkte empfehle, dass ich halt auch bei diesen Produkten bleibe. Weil das ist mir ganz wichtig, dass wenn ich wirklich euch Produkte zeige, die ich wirklich richtig, richtig gut finde, und das müsstet ihr mittlerweile auch gemerkt haben, dass ich die immer wieder in die Kamera halte, weil ich einfach... ein super Fan davon bin und euch das einfach nur empfehlen kann. Natürlich sind die Produkte nicht immer für alle getauglich und für alle wirkt das so gut wie jetzt bei mir oder auch Haarprodukte oder sonstige Produkte. Aber ich bleibe meinen Produkten wirklich treu. Okay, jetzt kommt die Bimmel. Ich mache gerade die Tür zu. Ja, in meiner Straße, in der ich wohne, ist direkt eine Kirche. Und es ist manchmal ein bisschen nervig. Naja, ich hoffe, ihr hört sie aber nicht zu extrem mehr. Ich habe die Tür gerade geschlossen. Ja, Deo-Creme auf jeden Fall große, große Empfehlung. Und für 1 Euro, ja, gehört immer bei mir im Schrank. Dann habe ich noch mitgenommen, ich glaube tatsächlich vom Netto, eine Zahnpasta, von der ich echt sehr, sehr positiv überrascht bin. Ich habe die jetzt schon ein, zwei Mal benutzt. Und zwar Diadent nennt sich die, eine Zahngel-Aktivkohle. So sieht die aus. Mikroplastikfrei und normalerweise hat man ja bei diesen Aktivkohle-Zahnpasten die Zähne immer sehr, sehr schwarz und man hat nicht so ein frisches Gefühl. Also das habe ich bisher, also die Erfahrung habe ich bisher gemacht. Hier muss ich sagen, dass man wirklich ein sehr, sehr frisches Gefühl danach hat in den Zähnen, im Mund. Und in den Zähnen, ja, genau, Vanessa, in den Zähnen hat man ein sehr frisches Gefühl. Nein, natürlich im Mund hat man ein sehr frisches Gefühl. Man fühlt sich wirklich, als wenn die Zähne sehr, sehr gereinigt sind, sehr sauber sind und große Empfehlung. Also ich bin bisher, ich habe ja auch immer das Problem mit den Zahnfleischschmerzen, wenn ich bestimmte Zahnpasten benutze. Kann ich hierbei überhaupt gar nicht sagen. Die tut mir echt gut und große Empfehlung. Und das war's. Das war mein DM XXL Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche zeige ich euch dann meine Pflegeroutine aktuell. Also meine Pflegeprodukte, die ich zugeschickt bekommen habe und testen durfte und von denen ich wirklich sehr, sehr begeistert bin. Ich zeige euch tatsächlich nicht alle Produkte, die ich so zugeschickt bekomme, weil viele davon einfach auch Schrott sind. Wenn ich euch dann tatsächlich was zeige, dann auch wirklich nur, weil ich sie wirklich sehr, sehr gut finde. Und ich habe auch vor einigen Wochen eine Augencreme zugeschickt gekriegt. Oh mein Gott, Leute. Am liebsten würde ich über diese Augencreme ein eigenes Video drehen einfach, aber das wäre halt zu langweilig. Aber diese Augencreme ist einfach der absolute Wahnsinn. Naja, aber da komme ich nochmal zu, wenn die leer ist.
Dann zeige ich, stelle ich die euch natürlich wieder in einem aufgebraucht und plattgemacht Video vor. So, und das war's von mir. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, würde mich das natürlich unglaublich freuen. Und ich wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Macht's gut und passt auf euch auf. Eure Vanessa. Ciao!